Buongiorno, mia amici, ich bin Laura Commentore und das ist die Rizzi-Mafia. Als wir Anna und Christian das letzte Mal verlassen haben, war Kapitel 15 noch in vollem Gange. Anna hat ein Auto geschenkt bekommen, das sie eigentlich gar nicht wollte und ist deshalb entsetzt, aber auch dankbar, aber auch entsetzt. Nun stehen beide also vor diesem Auto und Christian möchte Anna gerne auf der Motorhaube vögeln. Und wenn ihr glaubt, dass er das auch macht, dann liegt er ausnahmsweise mal falsch. Er küsst sie vorerst nur brutal, ist überhaupt ziemlich grob zu ihr und Anna stellt fest, dass er stocksauer auf sie ist, weil sie entsetzt ist über das Auto. Dann bestimmt Christian, dass sie reingehen, um dann doch noch zu vögeln. Bitte sei nicht wütend auf mich, flüstere ich. Sein Blick ist ausdruckslos. Seine Augen schimmern wie kaltes, rauchiges Glas. Es tut mir leid. Der Wagen und die Bücher. Ich halte inne. Er schweigt beharrlich. Du machst mir Angst, wenn du so wütend bist, sage ich und sehe ich ihn an. Ja, jetzt kann definitiv keiner mehr behaupten, das läge nur an mir. Anna hat Angst vor dem Typen. Zumindest, wenn er sauer auf sie ist. Und hey, Spoiler, er ist ständig irgendwas wütend auf sie. Ha, die beiden führen ja so eine tolle Beziehung. Aber hey, wen interessiert schon, dass Anna eigentlich nie weiß, woran sie bei ihm ist, was es meiner Meinung nach ziemlich schwierig macht, jemanden zu vertrauen. Sie ist geil auf ihn und die Welt ist in Ordnung. Jedenfalls entkleidet er sie langsam, zieht an ihren Brustwarzen, was Anna natürlich total geil findet, und überlegt sich, dass er sie heute vielleicht nicht kommen lässt, was Anna nicht so geil findet. Und dann zerreißt er ihr die Unterhose mit seinen Daumen. Ernsthaft jetzt? Ich wage zu bezweifeln, dass das geht, es sei denn, man ist der unglaubliche Hulk und wer will den schon vögeln? Egal. Christian stellt also fest, dass Anna schon total bereit und feucht und alles ist und will, dass sie nun ihn auszieht. Und überhaupt hat sie plötzlich das Kommando. Erst will er die völlige Kontrolle über sie und dann darf sie dort trotzdem irgendwie machen, was sie will. Das ist doch mal ein Mann, der weiß, was er will. Anna schubst ihn aufs Bett und setzt sich auf ihn. Nachdem sie erneut ihre Französischkenntnisse unter Beweis gestellt hat, beschließt Christian, dass es erstmal Zeit für eine Reitstunde ist. Aber zuerst lernen wir zusammen mit Anna, wie man ein Kondom richtig benutzt. Als Anna kommt, schreit sie unzusammenhängendes Zeug und damit geht Kapitel 15 endlich zu Ende. Auf zu Nummer 16! Als Anna wieder zu sich kommt, liegt sie auf Christian, der sich ja so stark anfühlt. Grob reißt er meine Finger weg, doch dann hebt er sie an seine Lippen und küsst meine Knöchel, als wollte er die Abruptheit seiner Bewegung ein wenig abmildern. Er dreht sich um, sodass ich unter ihm liege. Nicht, murmelt er und küsst mich flüchtig. Wieso lässt du dich nicht gern anfassen, frage ich. Weil ich komplett abgefuckt bin, Anastasia. Und zwar in 50 verschiedenen Facetten. Yay fürs dezente Erklären des Titels. Hui. Außerdem erfahren wir, dass Christian einen ziemlich schlimmen Start ins Leben hatte, was wir uns eigentlich schon denken konnten. Also im Grunde genommen sind wir genauso schlau wie zuvor, denn Christian weigert sich natürlich mehr zu erzählen. Aber keine Panik, kommt alles noch und ihr werdet es lieben, das weiß ich jetzt schon. Christian teilt Anna mit, dass sie mehr zu bieten habe als nur ein schönes Gesicht. Denn immerhin hatte sie bislang 6 Orgasmen und alle nur für ihn. Ja, wer braucht schon andere Vorzüge wie Humor, Kreativität, Klugheit, keine Ahnung, gut kochen können, wenn man Orgasmen hat? Ja. Anna beichtet ihm schamesrot, dass es eigentlich 7 Orgasmen sind, weil feuchte Träume und so. Christian will erstmal wissen, was er denn da gemacht hat. Außerdem will er wissen, wann Anna ihre Tage kriegt, weil sie sich Gedanken um Verhütung machen soll, denn er hasst Kondome. Da Anna keinen guten Arzt hat, verspricht er ihr einen Termin zu organisieren, wahlweise bei sich oder bei Anna zu Hause. Und wir erfahren, dass er Anna absichtlich abgefüllt hat, damit sie lockerer wird. Ha, alle Männer der Welt sollten sich ein Beispiel an ihm nehmen.
Christian will so langsam nach Hause, aber macht nichts, die beiden sehen sich am Sonntag ja schon wieder. Welcher Wochentag ist nochmal in dieser Geschichte? Wisst ihr auch nicht? Okay, macht nichts. Also jedenfalls will Christian bis dahin die überarbeitete Version des Vertrags fertig haben, damit die beiden anfangen können zu spielen. Die beiden kabbeln sich noch ein bisschen und Anna verdreht irgendwann ihre Augen. Wenn ihr euch fragt, warum ich euch das erzähle, dann habt ihr bestimmt vergessen, dass Christian Anna angedroht hat, sie ihr den Hintern zu versohlen, wenn sie noch einmal die Augen verdreht. Und genau deshalb setzt er sich jetzt wieder auf die Bettkante und Anna ängstet rum. Da sie aber geil auf ihn ist, entscheidet sie sich, sich von ihm den Hintern versohlen zu lassen und stellt fest, dass das weh tut. Nach 18 Schlägen und anderthalb Seiten Text darüber, wie weh es doch tut, ist die ganze Sache vorüber. Christian vögelt sie ein letztes Mal und Anna hat einen ihrer erderschütternden Orgasmen. Dann mäkelt er auch noch an ihrer Unterwäsche herum und will mit ihr shoppen gehen, obwohl sie das nicht will. Aber das ist Christian ja Schnuppe. Christian fällt ein, dass es sowas wie Aftercare gibt und reibt Annas Hintern mit Babyöl ein. Und ich glaube, das ist das einzige Mal in der gesamten Buchreihe, dass er sich daran erinnert, dass sowas eigentlich auch zu der BDSM-Nummer gehören würde. Jetzt muss er aber wirklich los. Schließlich wartet Taylor schon seit anderthalb Stunden im Auto und Christian hat vergessen, ihm das Fenster zu öffnen. Anna heult ein bisschen im Stehen und ruft dann ihre Mutter an. Sie erzählt ihr, dass sie Männerprobleme hat und dass sie Christian seit etwa 3 Wochen kennt. Anna, Schatz, das ist ja gar nichts. Wie willst du jemanden innerhalb so kurzer Zeit wirklich kennenlernen? Lass es locker angehen und mach dich rar, bis du dich entschieden hast, ob er dich überhaupt verdient. Wow. Zum Glück hat Mrs. James Annas Mama vorsorglich weit, weit weggepackt. Nicht auszudenken, wenn da tatsächlich jemand wäre, der Anna dauernd vernünftige Ratschläge gibt und echten positiven Einfluss auf sie nehmen könnte. Die ganze Story wäre im Arsch. Annas Mama möchte, dass Anna sie wieder mal besuchen kommt, aber Anna kann ja nicht. Sie hat am Montag ja 2 Vorstellungsgespräche in Seattle. Kate kommt nach Hause und geht sofort durch die Decke, als sie sieht, dass Anna geweint hat. Ach, arme Kate. In ihrer Welt gibt es halt nur schwarz und weiß. Und wenn ein Kerl ein Mädel zum Weinen bringt, ist das generell mal scheiße. Aber das ist ja völlig unrealistisch. Kate hat einfach keinen Blick für die 50 Shades of Grey, ne? Die beiden Mädels trinken Wein und Anna lügt irgendwas von wegen auf den Hintern gefallen. Und weil sie ja so tollpatschig ist, glaubt Kate das. Anna möchte nicht über Christian reden und fragt Kate deshalb, wie ihr Abend denn so war. Und unsere total willensstarke Hardcore-Journalistin ins B lässt sich davon natürlich ganz easy peasy ablenken. Ja, Kate wird bestimmt mal eine tolle Journalistin. Sie ist ja so investigativ und zielgerichtet. Wie dem auch sei, Anna beschließt ins Bett zu gehen, aber vorher checkt sie noch schnell ihren Posteingang, indem sie eine Mail mit Komplimenten und den Befehlen, eine Schmerztablette zu nehmen und gefälligst nicht mehr mit ihrem alten Auto zu fahren, von Christian findet. Anna weist darauf hin, dass sie ihr altes Auto wahrscheinlich in eine Werkstatt wird fahren müssen, um es zu verkaufen. Und dass Rotwein die bessere Wahl ist als Schmerztabletten. Taylor übernimmt das mit dem Auto und Anna sollte ihren Alkoholkonsum im Auge behalten, findet Christian. Ich finde das auch. Ich meine, ganz ernst, sie trinkt wirklich nur Alkohol und Tee. Anna ist so ein gutes Vorbild für alle Leser im Teenageralter. Übrigens ist Taylor ein ehemaliger Soldat und kann so ziemlich alles fahren, was Räder hat. Und die Kleidergröße von Frauen mit nur einem Blick perfekt bestimmen, denn er hat in den großen Modekriegen der 80er Jahre an vorderster Front gedient. Anna weiß noch nicht so genau, ob sie Christian überhaupt leiden kann, weil er nie bei ihr bleibt. Und nachdem sie ihm das geschrieben hat, schwingt sie sich ins Bett und rekapituliert den Tag. Außerdem heult sie noch ein bisschen, denn tief in ihrem Innern weiß sie, dass Christian sie verletzen wird. Und überhaupt war er ja so ein armer, kleiner, hilfloser Junge.
Während Anna sich also die Augen aus dem Kopf heult, hört sie plötzlich Kates Stimme und anhand von Sätzen wie "Was zum Teufel wollen Sie denn hier?" und "Was zum Teufel haben Sie mit ihr gemacht?" merkt man ziemlich gut, dass Christian wieder da ist. Er hat ja sonst nichts zu tun. Er kommt also ins Zimmer, knipst das Licht an und Kate fragt, ob sie ihn rausschmeißen soll. "Oh, sorry Kate, aber du konntest ihn nicht mehr abhalten, ins Zimmer zu gehen. Wie willst du den rausschmeißen? Willst du Elliot anrufen und ihm sagen, er soll seinen blöden Bruder abholen kommen?" Egal, Anna will ja gar nicht, dass Kate ihn rausschmeißt. Also beschließt Kate, dass Anna sie einfach rufen soll, wenn irgendwas ist, und teilt Christian mit, dass sie ihn auf dem Radar hat. Oh, jetzt hat er bestimmt ganz doll Angst. Christian ist ganz Gentleman, reicht Anna ein Taschentuch und will erstmal wissen, was denn eigentlich los ist. Anna möchte ihrerseits gerne von ihm wissen, warum er überhaupt wieder da ist. Und ah, er ist wieder da, weil er sich um sie kümmern muss. Das gehört schließlich auch zu seiner Rolle. Es ist also nicht so, dass er das machen möchte, weil er Anna so gern hat und möchte, dass es ihr gut geht, sondern weil er muss, was dazugehört. Er ist so romantisch. Er geht erstmal und holt Anna eine Schmerztablette. Und dann diskutiert man darüber, was die ganze Scheiße eigentlich soll. Und eigentlich kennen wir die Antwort schon. Sie soll tun, was er will. Und wenn sie es nicht macht, kriegt sie Schläge, weil andere Strafen zu kreativ und zu wenig klischeemäßig sind. Das macht ihn geil. Dann geht man schlafen, Kapitel 16, und diese Folge gehen zu Ende. Wir sehen uns also nächste Woche wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao a tutti.